Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Divinity 2 Ego Draconis mit mir und dem Typen da. Und wir haben jetzt mittlerweile Simmel. Oh, jetzt schau doch mal her. Hierher. Hui. Taschenwerferaugen. Taschenlampenaugen, Scheinwerferaugen. Du hast wohl einen Taschenwerfer. Was soll's? Hast du jetzt was Neues für uns zu sagen, oder? Können wir hier auch Gedanken lesen? Ich hoffe, euch ergeht es gut mit eurer Initiation. Ja, wir haben noch nicht wirklich angefangen. Armer Geralt. Er ist so eine Leseratte, aber hat schon jedes Buch im Dorf verschlungen. Wenn ich das nächste Mal in die Stadt reise, muss ich daran denken, ihm einige neue Bücher mitzubringen. Lebt wohl! Der Geralt ist der Händler, glaube ich. Und das bedeutet... Na, wir haben ihm ja schon die Gedanken gelesen und können jetzt wahrscheinlich noch das Buch geben. Und naja, mal gucken. Ob es dann nochmal was bringt, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ihr seid am Bogenschießen interessiert? Ich erzähle euch alles darüber, wenn ihr möchtet. Der Pfad des Waldläufers ist der des Jägers, des Herrschers über die Wälder. Meistert diese Kunst und eure Gegner werden euch nicht einmal kommen sehen. Ihr werdet leise wie ein Reh durch die Wälder streifen, aber eure Gegner mit der Stärke von Wolfsfängen niederstrecken. Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr derjenige seid, der auf die Pirsch geht und nicht der Hase, der in die Falle tappt. Keine Chance, Drachentöter. Für euch bin ich eine Nummer zu groß. Okay, die Typen können merken, wenn wir in deren Gedanken lesen. Auch interessant. Ja, wir probieren einfach mal alles aus. Das ist gut. Ich spreche den Zauber der Waldläufer und gebe euch einen Bogen. Wenn ihr soweit seid, wird euch Sonja Einlass in die Arena gewähren. Yippie! Abgeschlossen. Ja, wir nehmen Erfahrung. Immer Erfahrung. Jetzt haben wir einen Bogen und können auch Giftpfeile. Ja, kein Ziel. Ja. Wir schießen auch meistens dahin, wo wir hinschießen, aber am Anfang nicht immer. Jetzt können wir noch mit den anderen quatschen. Oder... hat noch irgendwie noch was anderes? Aber wir können halt noch zu denen da. Ja, gehabt euch wohl. Okay, stimmt. Da haben wir schon mal versucht, mit den Gedanken zu lesen. Das hat nicht funktioniert. Wir sind nur Imba-Leute, die es alle bemerken. Das ist ja irgendwie langweilig. Haben wir dir schon in Gedanken gelesen? Ihr könnt Gedanken lesen. Eure Augen schimmern silbern. Die Initiation ist fast abgeschlossen. Deine schon gelesen, ne? Jo. Hey, ihr übt euch im Bogenschießen? So soll's sein. Wir sollten mal gemeinsam trainieren. Ah, okay, ne? Ihr wollt wieder handeln? Ich verkaufe nur Qualitäts... Genau, so. Merken wir uns einfach mal das erste. 303. Und das so unschlagbar... Wirklich? Oh! Dieses Buch kenne ich gar nicht. Was für ein Glückstreffer. Man könnte meinen, bei all den klugen Köpfen hier gäbe es eigentlich mehr zu lesen. Endlich muss ich nicht wieder einen Abend damit verbringen, mir zum tausendsten Mal die großen Heldengeschichten dieser Veteranen anzuhören. Hab Dank, Drachentöter. Hier, nehmt das als Zeichen meiner Dankbarkeit. Oh, wir haben noch was gekriegt. Oh, tatsächlich wurde sogar nochmal... LOL. Das ist jetzt richtig cool, weil das kostet jetzt noch um einiges viel weniger. Wir haben trotzdem nicht genügend Geld. Und wir können es eher als Substufe 24 nutzen. Also was jetzt? Wir können uns ein Schild kaufen, potenziell, oder einen Bogen, oder halt ein paar andere Waffen oder Rüstungen. Das haben wir sowieso schon. Moment. Oh, cool. Ja gut, die sind nochmal... Okay, irgendein Viech hat es geschafft, in meine Lampe zu fallen. Na, herzlichen Glückwunschrumpf. Aber das hier ist jetzt sehr viel billiger. Ja, das stellt Mana wieder her, glaube ich. Da kaufen wir einfach mal. Wir können auf jeden Fall schon mal neun kaufen. Wir kaufen schon mal 4. Wir werden sie brauchen, auf jeden Fall. Ja, und wie in jedem guten Spiel fällt dann erstmal der Wert. Und zwar nicht nur um die Hälfte. Ja, herzlichen Stumpf. Super. So. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Was? Der Prinz wurde zum Bettler, der Drachentöter zum Lehrling. So ist der Lauf der Dinge. Aber denkt daran. Den haben wir auch schon Gedanken gelesen in der letzten Folge. Hier gab's doch noch. Aber nicht in der. Ah, okay. Dann ist verschlossen sogar. Wie öffne ich die jetzt? Muss hier irgendwo ein Schlüssel sein. Ihr seht so aus, als wärt ihr bereit, in die Akademie zurückzukehren. Aber denkt daran, dass nur ein Zauber der Veteranen auf euch wirken kann, wenn ihr geht. Trefft eure Entscheidung vor der Abreise also mit Bedacht.
Okay, Exposition. Danke. Ding. Dieses neue glänzt. Mir auch. Sonja ist so neugierig und will unbedingt wissen, was in meiner Truhe ist. Sie weiß nicht, dass ich den Schlüssel in der Nähe ihres kleinen Goblin-Lagers in der Arena versteckt habe. Du hast irgendwie eine Konjunktivitis, kann das sein? Also Bindehaut und so. Euch auch. Gut, dann müssen wir ins Goblin-Lager. Der Witz ist, manche Gegenstände erscheinen halt auch erst da, wenn man Gedanken gelesen hat. Man kann die nicht so finden. Was ich relativ gemein finde, weil es halt auch unlogisch ist. Gut, dann müssen wir auf jeden Fall wohl den Schlüssel finden. Wir können jetzt auf jeden Fall da hingehen. Interessante Himmel. Bisschen interessante Wolken. Okay. Hoi. Was? Ach, der Neugeborene. Interessantes ja. Ding. Ich bin Alberic, der Zauberer. Magie? Also ich kann sie nur empfehlen. Überzeugend. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Meine Experimente, sie halten mich auf Trab. Was genau für ein Experiment? Radioaktivität, so wie ihr strahlt? Aber gut, ein paar Minuten kann ich entbehren. Zunächst einmal erfüllen die Zauberer unter den Drachentötern keine Klischees, keine langen Bärte, keine dummen Hüte. Sie sind Kämpfer, wie alle anderen im Orden. Ihre Waffe jedoch ist die physische Manifestation der Macht ihrer Gedanken. Wer diese Kräfte zu beherrschen weiß, kann jeden Gegner bezwingen, auf den er sich gedanklich fokussiert. Natürlich kann sich bei falscher Anwendung selbst der unermüdlichste Geist erschöpfen. Es liegt also am Magier, dafür zu sorgen, dass das nicht geschieht. Jetzt bin ich mal gespannt, was er so experimentiert. Oh, an vielen. Im Augenblick versuche ich, das Metaphysische physisch zu machen, was sich als ziemliche Herausforderung entpuppt. Komisch. Dann noch das Perpetuum mobile und die Verwandlung der Basismetalle in Gold. Das ist einfach, du brauchst nur Radioaktivität und sehr viel Energie. Optional auch einfach nur sehr viel Energie, aber nein. Ich denke, eine Kombination aus beiden könnte zu besonders interessanten Resultaten führen. Das ist richtig. Unendlich Gold ist doch praktisch. So. Sagt ihr? Ah, ein weiterer Neugeborener probiert das neue Kunststück an mir aus. Ich sollte ein Schild mit der Aufschrift Zutritt verboten an mein Gehirn tragen. Oder du denkst einfach an etwas sehr, sehr Verstörendes. Wie ihr wollt. Aber passt auf, dass ihr nicht die ganze Enklave abfackelt, ja? Ich doch nicht. Ihr findet Sonja in der Nähe des Eingangs zur Arena. Sie erklärt euch den Rest. Ah, gut zu wissen. So, der macht übrigens 2 Schaden. Also auch anvisieren, aber können damit ordentlich durch die Gegend bolzen. Da hat jemand einen neuen Glanz in den Augen. Und Sorgenfalten auf der Stirn. Aus gutem Grund. Ich habe Jahre gebraucht. Lässt sich nicht bewegen. Anständigen Feuerball zaubern. Ha, ich kann das jetzt wirklich? Wieder. Bei mir waren es nur ein paar Wochen. Aber ich habe ja auch Talent für sowas. Eure Augen strahlen heller als vor eurer Ankunft, Drachentöter. Neugeborene haben es nicht leicht, aber sie sind nicht so hilflos wie Säuglinge. Ihr erlangt eure Fähigkeiten schneller zurück, als ihr vielleicht denkt. Und ich kann euch dabei helfen. Gawain ist mein Name. Altgedienter Paladin vom Orden des Göttlichen. Mein Leben war immer der stählernen Klinge gewidmet. Ich lehre euch diese Kunst, sofern ihr es wünscht. Wieso keine Titanium-Klinge oder Titan-Klinge? Er ist der edelste Pfad, den ein Drachentöter beschreiten kann und bringt am meisten Erfüllung. Ich sollte mittlerweile mal vorlesen, was zum Henker ich eigentlich tatsächlich sagen will gerade. Ich meine, ich fahre ja meistens mit der Maus drüber, damit es so gehighlightet wird oder erleuchtet. Weniger Anglizismen. Aber naja. Jeder Feind wird von Angesicht zu Angesicht aus nächster Nähe getötet. Bei jedem Sieg spürt und schmeckt ihr das Blut des Gegners. Übt euch in den Fähigkeiten auf diesem Gebiet. Und ihr werdet mit eurer Waffe zu einem unaufhaltsamen Gesandten des Todes. Das Fortfahren werde ich aber nicht vorlesen. Es handelt sich hierbei um einen Orden von Paladinen, der vom Göttlichen nach dessen Transformation zum Halbgott gegründet wurde.
Wir haben seitdem gegen den Schwarzen Ring in all seinen Erscheinungsformen gekämpft. Bis zum großen Krieg und dem Tod des Göttlichen durch die Hand eines Drachenritters. Mittlerweile gibt es ja auch Original Sin 1 und 2, da wird es ein bisschen näher beleuchtet, vor allem in 2. Wenn ich nur daran denke, koche ich noch vor Wut. Ihr Drachentöter leistet lobenswerte Arbeit. Das Ausrotten der Verräter ist für wahr eine gerechte Sache. Es gibt nur noch eine von diesen Bestien, hat man mir gesagt. Ich hoffe, ihr werdet zu ihrer Vernichtung beitragen. Muss ja auch irgendwie mal dazu sagen. Wir sagten, dass die alle Verräter waren. Aber naja, komm, Gedanken lesen. Gucken, was der so in seinem Hirn rumträgt, außer ein Schwert. Nur der Göttliche hätte meine Gedanken lesen können, Drachentöter. Und er verfügte nicht einmal über diese Drachenfähigkeit. Ausgezeichnet. Ich verleihe euch die Macht des Kriegers und ein Schwert. Findet Sonja. Sie kümmert sich um Angriffsziele für das Training. Ah, gut zu wissen. Oha. 2 bis 3. Das macht ein bisschen mehr Schaden. Und das können wir direkt an. Kostet Mana, wie wir sehen. Ich glaube tatsächlich, fürs Erste werde ich beim Feuerball bleiben. Auch wenn die Waffe schlechter ist, aber halt um einen Punkt. Das macht es jetzt halt aber nicht mehr aus. Ich muss sagen, wie ihr wollt, ihr findet... So. Ein weiterer halt Gegenstand für meine Sammlung. Ja, egal. Jetzt wollen wir mal trainieren. Sonja, ich will da rein. Schaut euch nur an. Nicht eine Narbe auf eurer zarten Haut. Ein Neugeborener, wie er im Buche steht. Das müsst ihr auch nicht. Ihr werdet schon früh genug vom Kampf gezeichnet sein. Ich schäme mich dafür kein Wicht, dass ich keine Narbe habe. Das heißt nur, dass ich gut kämpfe. Am besten rabbelt man sich so schnell wie möglich wieder auf. Sagt einfach Bescheid, wenn ihr eine Kampfübung absolvieren wollt. Es kitzelt immer ein bisschen, wenn ihr Neulinge versucht, meine Gedanken zu lesen. Dadurch lernt ihr schnell wieder alte Bewegungsabläufe und Fähigkeiten. Warum muss ich einen Weg überhaupt wählen und kann nicht alle drei nehmen? Was eine gute Frage ist, warum kriege ich nicht alle drei magischen Boni rein draufgetröpfelt? Wie ihr wisst, schwören manche auf das Schwert, andere auf den Bogen und wieder andere auf Magie. Ihr wart jedoch auf allen drei Pfaden bewandert und könnt daher auf euren Einsätzen eure Fähigkeiten nach Belieben kombinieren. Das ist ein super Game-Feature, by the way, was sehr gut erklärt wird. Am wichtigsten ist es, den Gegner zu besiegen. Wie ihr das tut, liegt ganz an euch. So, und wenn ich mich später dafür entscheide, ist die Wahl endgültig? Nein, ihr könnt den Pfad wechseln, so oft es euch beliebt. Alberic, Aravir und Gawain sehen darüber hinweg. Wenn ihr jedoch das Dorf verlasst, kann auf euch nur ein Pfadzauber wirken. Krieger, Waldläufer oder Magier. Später könnt ihr alle drei Pfade wieder erlangen, wenn ihr dich wünscht. Okay, wollen wir rein. Gut, macht euch bereit, ein paar Goblins in die Mangel zu nehmen. Liebend gerne. So, mal gucken, wo hier was ist. Auf der Minimap werden die logischerweise als rot eingezeichnet. Was irgendwie rassistisch gegen Kommunisten ist, obwohl es nicht wirklich rassistisch ist. Klischee. Ah, fuck. Ich schießt. Au. Aha, ich kann übelst hoch. Ich sollte Meister im Stab hochgeschoben werden. Au. Fuck you. Aua. Aua. Der Sieg ist mein. Das tut weh. Wir sehen auch, wir regenerieren unten sehr langsam. Das ist dann abhängig von den ganzen Eigenschaften hier. Boop. Genau. Hier haben wir ganz schön viele neue Fähigkeiten und sonst was. Wir kriegen auch eine Erfahrung. Schuld durchs Gedankenlesen. Hier Schutz. Okay. Ja, wir sind ganz neu hier am Anfang. So, können wir mal vielleicht eine Abkürzung nehmen. Oh, da liegt was. Ja, damit. Geh da. Hier hoch. Hier. Na komm. Das schaffst du. Ich glaube nicht. Okay, vielleicht noch nicht. Ha. Fertigkeitenbuch. Hier. Steht auch irgendwie ein Satz dazu? Nö. Benutzen. Juhu, wir kriegen Fähigkeitenpunkt. Und den werden wir in Schlösserknacken investieren, weil das nicht schaden kann. Wir können es halt auch in Gedankenlesen hier investieren, was auch nicht so verkehrt wäre tatsächlich. Aber erstmal Schlösserknacken, weil wir haben hier ja eine Truhe entdeckt, eine weitere. Neben der ersten. Und hier können wir noch verstauen.
wir mal mehr Gegenstände mit uns führen. So, hier muss noch irgendwo ein Schlüssel sein. Kommt man nicht mehr hoch? Schade eigentlich. Ui. Oh. Da war's. Da war's. Hallo. Ui. Man kann leider nicht parieren. Das müssen die Entwickler rausnehmen, weil mehr Publisher und weniger Geld. Ja, toll, jetzt heilt er jetzt. Was soll der Scheiß? Au. 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 Fuck, jetzt wäre diese verdammte. Gut, der Feuerball macht auch Area of Effect Schaden. Dafür müssen wir aber erstmal jetzt. Komm dran. Mal das Mistvieh. Autsch. Ich könnte jetzt Au. Einen Trank vertragen. Ja. Wir können uns aber hier verstecken, theoretisch. Ah, doof. Genau, kann es automatisch einstellen. Sind wir alle getroffen, das ist gut. Und weg! Könnt ihr jetzt deinen Trank verschmerzen? Oh, hör auf, die zu heilen, du Arschgesicht. Entschuldigung. Wir fluchen könnten wir dazu. Das heißt nur, dass mir das Spiel gefehlt. Ich fühle mich gar nicht gut. Ja, das merke ich. Ups. Einer weniger, ich kann nicht heilen. Au. Ich fühle mich gar nicht gut. Merke ich. Scheiße. Wir spielen übrigens auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, falls sich das jemand gewundert hat. Da kommt Greifer an. Greifer. Oh, das hat nicht funktioniert. Aber das auch nicht. Komm doch endlich in Reichweite, du. Ich könnte jetzt deinen Trank vertragen. Autsch, zum Glück regenerieren die nicht. Tschüss. Adios. Wie lebt er noch? So. Guck mal, wir haben unsere Schuld abgebaut. Und da glitzert irgendwas. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Ist hier noch irgendwas? Ja, auch nicht. So, können wir wieder zurück zu Sonja und den ganzen Spaß nochmal machen. Oder wir können ja einfach rausgehen. Wir können doch auch über die... Ah, die Waffe wegstecken. Ja, also theoretisch kann man das jetzt so oft machen, wie man will, und die ganze Erfahrung sammeln. Das werde ich jetzt diesmal nicht tun. Ich frage mich, wann die Drachentöter den letzten Drachenritter erwischen. Ihr trainiert eure magischen Fähigkeiten. Jedem das Seine. Jedem das Seine. Möge der Göttin. Mal gucken. Also man muss tatsächlich sagen, dass der Wirbelwind praktisch ist. Er macht halt, okay, nicht wirklich viel Nahkampfschaden, stößt sie halt ein bisschen zurück. Und der Feuerball kostet halt 14 und macht 8 Magieschaden im Umkreis von 5 Metern. Das ist halt praktisch und das kostet halt 11. Naja, das ist eigentlich schon praktischer. Genau. So. Und wir spielen ja aber den Developers Cut, deswegen kann ich das Ganze hier ein bisschen abkürzen und muss hier nicht die ganze Zeit grinden. Und kann dann später ganz gemütlich in die Konsole wechseln und mir da so ein bisschen was draufhauen. Wollt ihr wirklich mit Magie herum? Viel Glück. Das ist vielleicht... Das ist in dem Fall eigentlich tatsächlich cheaten, aber... Sicherlich. Ja. Aber ganz ehrlich, ich kann das halt einfach komplett exploiten. Also wenn ich Bock habe, kann ich hier 10.000 Stunden reinhauen, bis ich irgendwie Level 40 bin. Das dauert halt wirklich ewig, weil dafür muss man halt 10.000 Goblins töten hier. Aber dann geht das auch. Das wollen wir bloß nicht. Wo ist jetzt diese scheiß Truhe? Ich hab noch irgendwo eine Truhe. Die zweite. Es gab doch ein Eier, genau. Hier. Uhaha. Oh, geil. Kriegen schon auf jeden Fall sehr gute Handschuhe, die auch noch verzaubert sind. Von 5%. Geil. Aber immerhin, man nimmt was kriegen kann. Naja, wie gesagt. Es gibt später noch tatsächlich ein anderes... Achso, was soll der eigentlich nichts machen? Egal. Es gibt noch ein anderes Dungeon, in dem man das auch exploiten kann, weil auch immer Gegner nachspawnen. Das heißt, ja, was soll's. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Offensichtlich sind die Entwickler darauf vorbereitet gewesen, dass man hier anfängt zu grinden. Also von daher... So. Jetzt haben wir munter fröhlich.
Heiltränke. Wie viel Gold haben wir jetzt auf der hohen Kante? Sehe ich gerade nicht. 304, okay. Und mit denen haben wir jetzt gerade die billigsten Preise aller Zeiten. Wir haben, glaube ich, das Buch abgegeben, oder? Das Buch vom Göttlichen, genau. Was wir halt dabei hatten. Ihr wollt wieder handeln? So. Gut, wir brauchen hier das Gold nicht, wir brauchen halt wirklich das. Mana-Tränke sind zwar auch ganz nett, aber wir brauchen halt vor allem Heiltränke, deswegen holen wir uns jetzt nochmal zwei. Wir halt die hier schon verkaufen tatsächlich, was soll's. Was haben wir hier? 6 davon, 2 Dutzend. Ja. Mhm. 6 sind 2 Dutzend. Herzlichen Glückwunsch, Hirn. Es ist zwar fucking spät, nämlich 2 Uhr, aber so dumm bin ich dann normalerweise doch nicht. Jetzt frage ich mich ernsthaft, was gerade passiert ist. Naja. Mal gucken, wie lange die Aufnahme schon geht. Ja, wir machen noch ein bisschen. Starten wir nämlich richtig rein. Hui, dann gehen wir jetzt hier raus. Bleiben beim Feuerball. Die Kaninchen haben wir schon alle getötet. Wir regenerieren halt unglaublich langsam, wenn man hier sieht. Hier sieht man auch einen Zeppelin in ganzer Pracht. Komm, das ist doch ein Screenshot wert. Endlich seid ihr zurück. Es tut mir leid, aber ich muss mir die Glückwünsche für später aufheben. Ja, aber wir zuerst Gedanken lesen werden. Wir haben keine Zeit für Gedankenspielchen, Drachentöter. Dafür ist immer Zeit. Vor wenigen Augenblicken haben wir erfahren, dass ein Drache im Trümmertal gesichtet wurde. Das sind zwar aufregende Neuigkeiten, aber der Zeitpunkt ist alles andere als günstig. Wieso? Ihr solltet eigentlich einem Ritual beiwohnen, um die Erinnerung der Drachen zu kanalisieren. Das wäre äußerst wichtig für eure Gesundheit. Wenn wir dieses Ritual zu lange aufschieben, werdet ihr verrückt, sofern ihr überhaupt überlebt. Und dann verbringt ihr den Rest eures Lebens schreiend in dunklen Verliesen und kratzt euch die Augen aus. Yay! Tolle Berufsaussicht. So schlimm diese Aussicht auch sein mag, der Drache hat Priorität. Ich hoffe, dass wir unterwegs ein wenig improvisieren können. Könnt ihr mich nicht auf dem Weg irgendwie absetzen oder so und ich laufe alleine zur Akademie? Ich sehe, ihr habt euch mit Magie beschäftigt. Seid ihr sicher, dass ihr euch unserem Feind als Magier entgegenstellen wollt? Ja, Feuer gegen den Drachen. Auf der anderen Seite ist das vielleicht eine richtig dumme Idee. Egal. Endlich findet das Schicksal der Drachentöter seine Erfüllung. Schnell jetzt, alle an Bord! Damit geht's erstmal so richtig los. Ja, das Blöde ist halt. Ich lasse jetzt einfach mal die Katze laufen, aber ich kann das nicht klappen. Interessanterweise wurde die Auflösung nicht mitskaliert in der neuen Fassung. Interessant. So, die Jagd kann beginnen. Marius, ihr führt die Suche im Tal an, aber macht Meldung bei mir, bevor ihr euch dem Drachen entgegenstellt. Ich werde die örtlichen Befehlshaber von unserer Ankunft in Kenntnis setzen. Kommt zu mir, sobald ihr Informationen habt, und dann brechen wir auf. Verstanden? Zu Befehl. Gut, das wird ein denkwürdiger Tag, Drachentöter. Und jetzt los. Nicht so schnell, übermütiger Neuling. Eure mentale Verfassung ist noch instabil, daher muss ich euch an der kurzen Leine halten. Wir sind doch jetzt hier, lasst mich einfach in diesen verdammten Zeppelin wieder zurück. Was ist denn euer Problem? Geschmeidig, das kostet auf einmal 33.
Nein, jetzt wollen wir nicht von. Wir können so bestimmt. Da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher, ob wir das nicht noch. Egal, wir machen das jetzt. Erledigt eure Aufgabe gut und schnell. Wir müssen diesen Drachenritter so schnell wie möglich vernichten. Ich weiß nicht, ob wir später nochmal dieselbe Gedankenlesensequenz kriegen, von daher mache ich das lieber jetzt schon. Keine Sorge, für euch habe ich auch eine Aufgabe. Geht in das Dorf und befragt die Bewohner wegen des Drachens. Einige haben ihn bestimmt gesehen. Ich werde wohl in der Kaserne sein. Die örtlichen Befehlshaber tauschen sich immer gerne mit Drachentötern aus. Ich habe schon wieder verpennt. Ich habe gefragt, okay, mache ich gerne. Wo soll ich anfangen? Macht sie glauben, sie seien mehr als nur dumm herumsitzende Landeier. Kann ich jetzt nochmal Gedanken lesen? Oder? Oh, hey! Undankbare. Naja, egal. Hallo. Okay, wir haben einen Schreinedeck. Ah! Klapp! Wie schaut's mit unserem Tagebuch aus? Geschlossene Quests, Dialoge, Trophäen. Hi. Erfolge. Ach ja, die nicht. Gut, Jagd auf den Drachen. Genau, sollen wir das machen? Enklave der Weisheit. Gut. Da ist nichts. Hier ist auch nichts. Hier ist noch viel weniger. Hey. Aus dem Weg. Ja, Entschuldigung. So, alle Tierschützer sind jetzt bestimmt entgeistert. Das ist mir jetzt egal. Die bringen XP und sind einfach nur ein Hasenschlechter. Weil die geben nicht mal Essen. Unnütze Viecher. Hühnchen, die kann man ja auch töten. Und die geben wenigstens eine Hühnchenkeule. Naja, ich könnte sie ja rumlaufen lassen, aber nein. Oh, guck mal, was ist das? Eine Eisenerzader mit Eisen. Okay. Hier hoch oder so? Nö. Ja, auch irgendwie übertrieben. So, bevor wir jetzt hier weiterlatschen, bedanke ich mich fürs Zuschauen und Durchhalten und bis zum nächsten Mal.